Servus. Hi. So, raus aus dem Bildschirm hier, ja, aus dem Ladebildschirm hier kommen und gleich hier General Gaza. Wir werden jetzt, ich habe das mal abgebrochen, ich werde sie jetzt nochmal anquatschen. Mal sehen, was sie will. Uiuiui, ui, ui, zeigt er nur. Ich muss jetzt zu einer Anhörung. Da geht es um diesen, da geht es um den Chaos-Trupp. Oh. Und der Typ, der das leitet, ist ein Spion vom Imperium. Ja. Und jetzt muss ich da irgendwie dahin. Und wenn ich denn dran bin, auszusagen, soll ich denn die Beweise vorlegen, dass er ein Spion ist? Ich glaube, da kannst du bestimmt mit drin. Das wird interessant. Muss ich da jetzt zu dir hingelaufen kommen? Ich komme aber zu dir jetzt hin. Ah. Ich muss ja hier raus aus dem Bunker. Ich habe ja gehofft, dass ich in der Zeit einen Postkasten finde, weil ich habe ja vor lauter Aufregung noch gar nicht auf meinen heimlichen Rosenkavalier geantwortet. Aber hier ist keiner. Warte, pass auf. Kommt, 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 kommt. Ja, und hingeschissen. Kann ich hier irgendwas zurückschenken? Ich hier irgendwas? Was ist das? Ein paar alte Schuhe oder so. Ist ein bisschen fies, findest du nicht?
Ja, nimm halt ein paar neue Schuhe. Hä, warum? Ach, jetzt ist das auch noch weg. Oh. War das weg? Nichts. Eine Minute hast du noch. Was? Dann geht doch meine Nachricht weg, auch wenn ich mit dir am Schreiben bin. Ja, quatsch nicht so viel. Der Kater hat einen Tropfen an der Nase. Sekunden. Hör bitte auf damit. Ich hab's nicht geschafft. Ist mir klar, aber ich sollte aufhören. Naja, weil das mich noch mehr, weil mich das noch mehr dings und dann kann ich das Bums nicht machen. Ja, aber wenn ich es nicht gesagt hätte, hilft mir, was die sagt. Da kommt dann nämlich. Sowieso. Ja, aber man sitzt es immer so. Ich wollte nur einen Gefallen tun. Ne, zu Ende geschrieben hatte ich ja gerade. Ich wollte nur noch ins Inventar einfügen. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo einer. Sind überall Postkasten. Sind hier gar nicht. Alles klar? Gönnen wir uns etwas Spaß, Captain. Ich finde das doof, dass die Nachricht dann weggeht. Oh, falsche Seite hochgelaufen. Hä? Oder? Ist doch Also, egal. nee, der hat er das anders angezeigt. Dann ist das nicht egal. Ach so. Da haben wir uns nämlich verlaufen. Folg einfach den kleinen roten Arsch. Noch Senator Arnos ist der Verräter. Willkommen, Major. Wir danken euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, persönlich auf unsere Bedenken einzugehen. Senator Sian, bitte. Danke sehr. Wie viele von euch bereits wissen, gilt der Chaos-Trupp weithin als die beste Infanterieeinheit im Militär der Republik. Durch seinen Ruf hat sich der Trupp eine Menge Spielraum erarbeitet. Sogar so viel, dass er zu einer Gefahr für die Republik geworden ist. Meine Freunde und Kollegen, fragen wir uns doch, was der Chaos-Trupp eigentlich Tag für Tag tut. Ich finde es beunruhigend, dass niemand das so genau weiß. Wir erinnern uns doch alle, wie der letzte Kommandant des Chaos-Trupps spurlos verschwand. Ich habe keinen Zweifel, dass ein Verbrechen stattfand, das vertuscht wurde. Und dann der ganze Unsinn mit der Faust-Superwaffe. Eine unerhört teure Mission, um ein wissenschaftliches Projekt zu zerstören, dessen Bedrohungspotenzial nicht einmal erwiesen ist.
Das Imperium griff uns nach dieser leichtsinnigen Mission mit voller Stärke an. Warum wurde der Senat nicht mit in die Entscheidung einbezogen? Ich ende mit einer einfachen Tatsache. Seit Ausbruch des Krieges war der Chaos-Trupp nicht ein einziges Mal an der Front. Wenn die Republik sämtliche Schlachten ohne die Hilfe unseres besten Teams gewinnt oder verliert, wird es Zeit, etwas zu verändern. Ich danke euch, Senator Sian. Major, falls ihr etwas zu erwidern habt, dürft ihr jetzt sprechen. Der Senator klingt zwar überzeugend, aber er sagt nicht die Wahrheit. Ich kann beweisen, dass Senator Sian vom Imperium bezahlt wird. Das ist unerhört! Wollt ihr diese unbegründeten Anschuldigungen wirklich dulden? Der Kommandant des Chaos-Trupps verdient es, dass wir ihn anhören. Das ist doch absurd. Ich habe diese Anhörung veranlasst, um Fakten zu präsentieren und keine paranoiden Wahnvorstellungen. Die Imperialen haben euch bezahlt, damit ihr uns aus dem Weg schafft. Nur darum geht es. Bitte bewahren wir doch Ruhe. Ich wüsste keinen Grund, weshalb wir das Verfahren nicht kurz unterbrechen sollten, um die neuen Beweise zu begutachten. Wachen, regelt den Bereich ab und lasst niemanden raus, bis wir bereit sind, uns wieder zusammenzufinden. Senator Sian, angesichts der Beweise muss ich veranlassen, dass die Senatsgarde euch wegen Hochverrats in Gewahrsam nimmt. Aber das ist doch Wahnsinn! Ich bin kein Verräter! Was auch immer ihr gesehen habt, es muss eine Fälschung sein! Das ist ein Militärkomplott! Nehmt bitte unsere Entschuldigung an, Major. Ich hoffe, ihr versteht, dass wir euch nur aus guter Absicht herriefen. Es ist eure Pflicht, euch zu vergewissern, dass wir im Interesse der Republik handeln. So ist es. Und ihr sollt wissen, dass wir eure unermüdlichen Bemühungen zur Verteidigung der Republik zu schätzen wissen. Angesichts der neuen Beweislage erkläre ich diese Anhörung hiermit für beendet. Ihr könnt gehen, Major. Sehr schön. Hast du fein gemacht. Na, extra nichts gesagt. Stand immer nichts sagen, nichts sagen. So, jetzt müssen wir noch zur Schrumpeloma. Was für ein Loch. Was denn? Ach, nix. Nix. Du denkst ja schon wieder, was ist was Schlimmes. Nee, ich doch nicht. Ich bin eine natürlich. Frau. Natürlich. Ja, deswegen, ja. Schmutzig, denkst du immer. Leutnant Mai? Wo ist Frühling? April, meine ich. Major, ich bin Lieutenant Mai, General Gazas neue Assistentin. Es ist mir eine große Ehre, euch kennenzulernen. Große Ehre? Ich freue mich auch, euch kennenzulernen, Lieutenant. Ist General Gaza zu sprechen? General Gaza musste leider fort. Ein dringender Notfall auf Korea. Ist auf dem Streifen. Ich kann euch per Holo mit ihr verbinden, wenn ihr wollt. Flirtig mit der? Die Alte ist ja auf dem Schiff. Zu Gaza kommen wir gleich. Ich will mehr über euch erfahren. Über mich, Sir? Ich bin nichts Besonderes, nur ein Logistikoffizier. Ich habe noch nie etwas Interessantes gemacht, so wie ihr. Ich würde unser Gespräch liebend gerne fortsetzen, aber ich verbinde euch am besten direkt mit General Gaza. Einen Augenblick. Major, wie ich höre, ist unser Dilemma gelöst. Es kursieren bereits Berichte über Sians Nebeneinkommen. Damit hätte Rakdon uns begraben können. Wenn der SID nicht durchgekommen wäre, wenn ihr den Senat nicht überzeugt hättet, die Beweise zu überprüfen, dann wären wir erledigt. Gut gemacht. Ich bin nur froh, dass alles geklappt hat. Wir hatten Glück. Daran gibt es keinen Zweifel. Kommt so schnell wie möglich hierher nach Corellia. General Rakdon selbst ist auf dem Schlachtfeld. Das ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. Ich bringe den Chaos-Trupp sofort nach Corellia, General. Ihr erhaltet ausführliche Informationen, sobald ihr gelandet seid. Gaza, Ende. General Rakdon, das klingt, als solltet ihr euch beeilen, Major. Viel Glück. Und kurz angebunden, die Kleine, wa? Ja.
So ist halt manchmal im Leben. Ich komme hier eh nie zum Schuss in dem ganzen Let's Play nicht. Zieht sie wie so ein roter Faden hier. Durch das ganze Projekt hier. Als Soldat bist du doch hier der Arsch vom Dienst. Den ganzen Tag nur kämpfen, nicht mal amüsieren. Ist ja auch kein Amüsierbetrieb hier. Nee, ich meine, klar, man hat die Ische auf dem Schiff, aber die ist halt nur mal auf dem Schiff. Da kann man auf dem Planeten machen, was man will. Nee. Ich zähle nicht mit. Ja. Nee, eigentlich ist es falsch. Wieso? Oh, macht man nicht. Nicht? Nee. Bin doch ein Lieber. Oh, es sind aber viele Briefkästen. Naja, aber unterhalb. Musst du jetzt da runter? Halt? Ja, ich würde gerne die Nachricht verfassen. Und vergesse ich das ja wieder. Und wieder. Dann warten wir jetzt wieder 10 Minuten. Nein. Ich weiß schon gar nicht, was ich vorhin geschrieben habe. Guck dir das Video an. Ha ha ha. Mann, diese Fingernägel. Drücke ich hier sämtliche Tasten mit einmal. Reiß raus. Ah, jetzt habe ich das selber angewandt. Oh, nein! Du bist fertig, bist du. Ich bin völlig. Wie kann ich das denn da in die Mail reinziehen? Na, eigentlich, wenn das offen ist, machst du das so hinterste Maustaste. Hatte ich. Ja, dann. Da hab ich selber angewandt. Wieso ist denn das noch nicht bereit? Warum kann ich das dann nicht? Ist gebunden. Ich nehme das und will das in diese Mail reinziehen, aber es funktioniert nicht. Na, wenn die gebunden ist, geht nicht. Ist nicht gebunden. Steht extra da, wird beim Ausrüsten gebunden. Kannst du das überhaupt verschicken? Was ist denn das da? Was orange ist. Aber wenn man hier Gegenstand, achso, Gegenstand ist gebunden. Wenn ich hinterste Maustaste, dann packt er mir das darin, ja. Ja, schön, wenn das bei dir macht. Ja, dann wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Ich kann es ja auch nicht ändern. Jetzt ja.
Ich hab mir irgendeinen Quatsch gekauft. Hier so ein Mausdroide. Rhythmusaufwertungsdroide. Oh, mein Rhythmus ist intakt. Der braucht nicht noch aufgewertet werden. Ah, ist doof jetzt. Ich meine, ich hab das jetzt mir geholt, aber ohne Musik ist scheiße. Ja. Naja, hat er bloß 55.000 gekostet. Nur. Nur. Warte auf mich, ich muss mit dir mitfliegen. Ich flieg doch gar nicht. Klar, du fliegst doch jetzt zu deinem Schiff, oder nicht? Nee. Nicht? Ich unterhalte mich hier erstmal. Meinen Teil der Abmachung habe ich eingehalten. Ihr habt unseren Respekt, Fremdling. Toll. Tolles Gespräch. Jetzt kann ich. Ja, was willst du ja großartig mit denen quatschen? Ja, ich weiß auch nicht. Du sollst ja hier nur Güter abliefern. Da war so mindestens so ein was. Oh, schön, dass du da bist. Endlich. Oh, yay. Freude. Sowas erwartet in der Richtung. Ne. Schon wieder. Kuchen könnte ich essen. Oh ja. Hab aber keinen. Ich auch nicht. Mein Mitbewohner hat Kuchen. Der steht offen in der Küche. Wo ich fast drüber falle, wenn ich da reingehe. Und dann weinst du immer, wenn du rausgehst, stimmt's? Genauso, wenn ich mir Kaffee kochen will. Hat deine angefangene Schoki. Hier diese Schoketten. Diese. Und dann auch aus der Verpackung draußen. Das. Ja, guckt, ob du eisern bleibst. Ja. Ist bestimmt abgezählt und abgewogen. Na, gestern kam er auch ins Zimmer mit Ochschoketten. Der kauft sich ja gleich, der en masse davon. Und dann kam er so in mein Zimmerchen, stellt sich neben mich und bietet mir die auch noch an. Und ich habe nicht hingeguckt und wollte schon beinahe zugreifen, bis ich erstmal gesehen habe, was das überhaupt ist. Ja. Ja, weil der hatte vorher Brot gebacken. Und ich dachte, der bietet mir das Brot an. Ist aber auch ein lecker Brot. Das ist vom Pennymarkt, so eine Fertigbackmischung. Irgendwas mit getrockneten Tomaten. Boah, mega lecker. Genau, hast du dich auch angeschnallt? Ja. Kann ich auch kurz die anderen Aufgaben fertig machen, also Alderaan und Balmora? Ja, ich bitte darum, deswegen bin ich hier in deinem Schiff. Falls wir dann noch irgendwo hin müssen, wo wir denn ich vielleicht nie mit rein kann. Kannst du doch eh nicht, du bist Soldat. Oder ich warte hier auf deinem Schiff. Mach hier erstmal Boden rein, alles sauber. Wozu habe ich denn den Droiden? Juti, alles weitere dann demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.